Hinter der wohl meist fotografiertesten Gasse der Stadt Leer befindet sich, ganz unscheinbar gelegen, die dortige Mennonitenkirche. Erbaut 1825, wurde sie auch gleich mit einer ersten Orgel ausgestattet. Bereits 35 Jahre später kam offenbar der Wunsch nach einem neuen Instrument auf. Dieses wurde von Bront de Grave Winter errichtet. Offenbar verwendete er aber einige Gehäuseteile der Vorgängerorgel wieder. Und das ist dann auch schon die Orgel, die heute noch dort steht. Das Pfeifenwerk ist größtenteils erhalten. Die von außen sichtbaren Prospektpfeifen gehören zum Prinzipal 8 Fuß und sind neu, da sie wie fast überall im Ersten Weltkrieg abgegeben werden mussten. Die Innenpfeifen vom Prinzipal sind aber noch original. Die Doppelflöte musste einer Gamba 8 Fuß weichen, die dann später zu einer Quintadena umgearbeitet wurde. Glücklicherweise musste man 2014, als die Orgel restauriert wurde, aber nicht lange nach einem Vorbild für das Register suchen. Eine originale Doppelflöte von de Grave Winter befindet sich nämlich wenige Kilometer entfernt in dessen Orgel in Mittlingmark. Rekonstruiert werden musste noch ein weiteres Register, nämlich die Oboe 8 Fuß. Alle anderen sind noch von de Grave Winter selbst. Die Orgel hat insgesamt 10 Register, 2 im Pedal und 8 im Manual. Außerdem ist eine Pedalkoppel vorhanden. Die Spielanlage ist weitestgehend original, auch die schönen Registerzüge mit Ausnahme der Doppelflöte. Klanglich hat sie im Vergleich zu den anderen romantischen Orgeln Ostfrieslands einen ganz eigenständigen Charakter. Ich habe hier mal die vollen Werke, also alle Register zusammen, der Orgeln in Leer und Loppersum gegenübergestellt. Die Orgel in Loppersum wurde nur wenige Jahre später durch den Orgelbauer Rohlfs gebaut. Der war ein typisch ostfriesischer Orgelbauer und von ihm findet man hier heute noch zahlreiche Werke. Zunächst ist der Klang beider Orgeln, selbst im vollen Werk, weder aufdringlich noch besonders brillant, sondern eher warm. Eine Mixtur, also eine helle Klangkrone oder ein Trompetenregister, findet man in keiner der beiden Orgeln, was für Dorforgeln dieser Zeit aber auch typisch ist. Abgesehen davon sind beide Orgeln trotz zeitlicher Nähe klanglich doch recht unterschiedlich. Das volle Werk in Loppersum ist im sehr tiefen und im hohen Klangbereich stärker, in Leer dafür im mittleren. Das liegt auch daran, dass Rohlfs das kleine Werk gleich mit 2 16-Fuß-Registern, also 2 sehr tiefen Klangfarben, ausstattete. In Leer gibt es nur einen 16-Fuß, nämlich den Subbass im Pedal. Auch ist das höchste Register einer Rohlfs-Orgel, die Oktave 2-Fuß, etwas schärfer im Klang als das Register Flautine 2-Fuß in Leer. Dort wird der Klang dafür von der Oboe geprägt, das ist das, was das gleicharmige Instrument imitiert, der Orgel aber auch etwas Harmonium- oder Akkordeonartiges verleiht. Die Oboe besitzt nebenbei bemerkt 2 Registerzüge, einen für die rechte und einen für die linke Hälfte des Manuals, was tatsächlich in historischen Orgeln oft vorkommt. Das habe ich in der dritten Variation am Anfang des Videos verwendet, für die eigentlich 2 Manuale nötig sind. Durch diese Bass-Diskant-Teilung des Registers kann man beide Stimmen klanglich gut voneinander absetzen, obwohl die Orgel eigentlich nur ein Manual hat. Zwischenzeitlich spielt die linke Hand auch in der oberen Hälfte des Manuals. Da sie aber durchgehend Staccato spielt, die Oboe aber eine sehr lange Ansprache hat, fällt das nur auf, wenn man genau darauf achtet. Außerdem spiele ich eine geringfügig tiefere Fassung, dadurch verschieben sich noch mehr Noten in den Bassbereich.
Dass die Orgel etwas ganz Besonderes ist, liegt nicht nur daran, dass dieses oder jenes Register vorhanden ist oder fehlt. Das wird auch deutlich, wenn man Loppersum und Leer annähernd gleich registriert. Loppersum klingt etwas klarer und zeichnender, Leer dagegen streichender und wärmer. Die Register verschmelzen dort auch noch etwas mehr. An der Akustik liegt das weniger, die ist in Leer eigentlich trockener als die in Loppersum. Die naheliegendste Erklärung für die Klangunterschiede ist, dass die Orgeln von unterschiedlichen Orgelbauern restauriert wurden. In Leer war das 2014 die niederländische Werkstatt van der Putten und in Loppersum 2018 Bartelt Immer aus Ostfriesland. Allerdings waren auch die Ausgangssituationen für die Restaurierung sehr unterschiedlich. Während Rolfs die Werkstatt seines Vaters übernommen hat, hat der gebürtige Ostfriese de Grave Winter sein Handwerk in Sachsen erlernt. Dort ging er für über 3 Jahre in die Lehre. Die nach seiner Rückkehr von ihm angefertigten Orgeln unterscheiden sich entsprechend handwerklich und stilistisch von den umliegenden dieser Zeit. Man könnte also scherzhaft sagen, die Orgel der Mennonitenkirche Leer sechselt. Mit den Choralvariationen zu Beginn des Videos waren bereits einige Facetten des Instruments zu hören. Das folgende Stück ist etwas lebhafter und eignet sich wunderbar, um nochmal ein paar Klangfarben zu zeigen.